Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video Thema Wir bauen Südhof auf. Ich habe schon mal ein bisschen weiter gemacht. Ich habe so ein bisschen den Unrat weggeräumt und die ganzen Aufbauten gemacht, die Zäune repariert, weil ich dachte, das ist vielleicht nicht ganz so interessant für euch. Jetzt sollen wir die Reparaturen am Heimatstall beginnen. So. Am Heimatstall fortsetzen. Okay, wo sollen wir da hin? Ah ja, da müssen wir hin. Zieht ihr eigentlich dann nach Südhof? Das würde mich mal interessieren. Ich hadere da ja noch so ein bisschen mit mir selber, ob ich das soll oder nicht. Oh, schaut mal, das ist schon viel schöner geworden. Okay, Reparaturen des Heimatstall abschließen. Okay, müssen wir da nochmal hoch? Ja, da blinkt es. Dann gehen wir hier nochmal den Weg hoch. Aha, da ist jetzt ein Tor. Oh mein Gott, ist das schön. Leute, ich bin verliebt. Ich glaube, ich werde nicht mehr lange mit mir hadern und werde wahrscheinlich nach Südhof ziehen, weil ich das einfach so schön hier finde. Aber schauen wir erstmal, was Jude zu sagen hat. Der wird wahrscheinlich hellauf begeistert sein, wie weit wir hier schon sind. Okay, das ist prima. Die Ranch sieht besser aus, als ich es je für möglich gehalten hätte. Dieser Ort wird zu einem Zufluchtsort für Menschen und Pferde. Ein Ort, an dem ihr Körper und ihre Seele heilen können. Ein Ort, an dem wir das Leben feiern werden. Eine echte Rettungsranch, so wie ich sie mir schon immer erträumt habe. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin, dass du mir geholfen hast, wenn ich es nur irgendwie wieder gut machen könnte. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Es ist mehr als genug Platz im Stall. Du kannst den Stall jederzeit gerne für deine eigenen Pferde nutzen, wenn du magst. Die Gesellschaft wäre mir sehr angenehm. Und ich weiß, dass Madison glücklich wäre, wenn du in der Nähe bist. Psst, hast du das gehört? Oh je, da rennt ein aufgeregtes Pferd auf und zu. Diese Stute sieht ziemlich aufgeregt aus. Sie will offenbar, dass wir ihr folgen. Zu Fuß kann ich da nicht mithalten, aber du und Moondancer könntet es schaffen. Reite schnell, Daniela, aber sei vorsichtig. Ich komme so schnell wie möglich hinterher. So, jetzt muss ich erstmal Moondancer einsammeln. Ich liebe diese Musik, ne, hier in Südhof oder auf Südhof, sagen wir mal so. So, dann ab hinterher. Uiuiui, die hat ein ganz schönes Tempo drauf. Ist wirklich sehr aufgeregt. Aber wenn einige von euch die Vorschau gesehen haben oder es vielleicht sogar schon selber gequestet haben, dann wisst ihr ja, warum die Stute so aufgeregt ist. Oh. Das ist so süß. Ein Transporter. Das ist nicht gut. Das Fohlen atmet kaum noch. Kommen wir etwa zu spät? Ich brauche Platz und Ruhe, damit ich das Fohlen untersuchen kann. Seine arme Mutter macht es mir allerdings schwer, meine Arbeit zu erledigen. Du musst versuchen, sie zu beruhigen. Okay.
Gehen wir zu der Mama. Ruhig, Süße. Ganz ruhig. Perfekt. Das wäre schon mal geschafft. Danke, Daniela. Ich würde dir gerne gute Neuigkeiten über das Fohlen mitteilen, aber ich kann dazu noch nichts sagen. Es atmet und sein Herzschlag stabilisiert sich langsam wieder. Allerdings muss ich noch einige Untersuchungen auf der Ranch durchführen. Oh je. Ach Gott, das arme kleine Fohlen. Uiuiui. Reiten wir also zurück zur Ranch. Ist auch mal interessant, hier das Wetter so zu sehen. Oh. Irgendwie habe ich mich jetzt hier voll verritten. Ein Moment, das haben wir gleich. Wir sehen uns gleich wieder auf der Südhof-Ranch. Einen Moment. So, einmal teleporten, bitte. Ja, ich gebe ja zu, ich habe geschummelt, aber gut. Ehe ich jetzt gar nicht mehr hier hingefunden hätte und das arme Fohlen braucht unsere Hilfe. So, mal sehen, was Yu gerade sagt. Damit wir eine richtige Diagnose für das Fohlen stellen können, müssten wir einen Bluttest durchführen. Das würde allerdings Tage dauern und die haben wir nicht. Ich muss mich auf meine Intuition verlassen und gleich mit der Behandlung beginnen. Da es ein wildgeborenes Pferd ist, besitzen wir leider keine Krankenakte über das Muttertier und wissen auch nicht, wie die Geburt verlief. Statistisch gesehen ist es höchstwahrscheinlich eine neonatale Sepsis. Vielleicht kommt auch noch ein Versagen des passiven Transfers hinzu. Ich muss dem Fohlen sicherheitshalber ein wenig Antibiotika verabreichen und dafür sorgen, dass es sauber, wohlgenährt und in Form ist. Wir müssen das Fohlen möglichst schnell wieder gesund pflegen, damit es zu seiner Mutter zurückkehren kann. Da du jetzt die wichtigsten Einrichtungen repariert hast, müssten wir alles haben, was wir für die Genesung des Fohlens brauchen. Schau noch einmal auf die Aufgabentafel. Dort findest du eine Liste der erforderlichen Pflege und Behandlung, die an diesem Tag nötig sind. Ich bin froh, dass du hier bist, Daniela. Ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Und jetzt lass uns ein Leben retten. Unbedingt, sofort. Bin da absolut dabei. Okay. Wir sollen zur Anzeigetafel. Das machen wir natürlich sofort. Wenn auf der Rettungsranch ein Pferd behandelt wird, siehst du auf der Aufgabentafel die täglichen Aufgaben, die den Patienten wieder gesund machen. Okay. Notfalluntersuchung. Eieiei. Eine Notfalluntersuchung. Dazu müssen wir hier einmal hin. Ach Gott, das arme kleine süße Fohlen. Pflanzenreste entfernen. Oh Gott. Oh, das sieht aus, als würden wir das Fohlen streicheln. So. Was müssen wir jetzt tun? Jetzt müssen wir hier rüber. Okay. Fohlen in der Waschstation säubern. Ach so, okay.
kriege ich das dahin? Ach je, wie traurig es aussieht. So. Wie in der App. Einmal sauber machen. Der Schlauch schwebt hier rum. Elektrolytfälle. Ach, das ist wieder da hinten. Okay. Ist auch komisch. Wir laufen jetzt hier hin und her, aber gut. Wir helfen dem kleinen Fohlen damit. Dann ist das genau richtig. Aha, da bringt Ju das Fohlen auch schon wieder hin. So. Ist jetzt natürlich doof, dass hier so ein paar andere noch mit rumstehen. Daniela, offenbar hast du alle täglichen Aufgaben abgeschlossen. Sollen wir nachsehen, wie es dem Fohlen heute geht? Das Fohlen ist immer noch krank und braucht angemessene Pflege. Du hast dich schon so viele Tage lang um dieses Pferd gekümmert. Ach so, so viele Tage um das Pferd gekümmert? Eins. Ich denke, du musst dich noch viele Tage um dieses Pferd kümmern? Eins. Das war's, du bist für heute fertig. Ruh dich aus und komm morgen wieder. Das Fohlen braucht noch immer deine Hilfe. Okay. Dann haben wir für heute die Aufgaben erledigt. Der Stall steht auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen oder die Tage wieder zu einem weiteren Teil, wo wir dann uns weiter um das kleine Fohlen kümmern, damit es gesund wird. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und lasst mir ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Das wäre mir eine Riesenfreude. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!